Im Martini-Laden fand für alle Interessierten ein Freiwilligentreffpunkt statt, wo die Besucher nicht nur ihre Hilfe anbieten, sondern auch um Hilfe anfragen konnten. Ja, wir sind heute im Martini-Laden beim ersten Freiwilligentreff, wo nicht nur Freiwillige da sein, die schon tätig sein, sondern auch solche, die vielleicht auch eine Stelle suchen. Wie läuft denn das halt bei euch ab? Ja, das war jetzt recht spannend. Wir haben gesagt, wir probieren das jetzt einfach einmal, mal zu probieren und schauen, ob Leute kommen, die sich interessieren und eventuell eine freiwillige Tätigkeit annehmen möchten. Gleichzeitig haben wir aber auch Freiwilligenorganisationen eingeladen, damit die schon vor Ort sein und ein bisschen Auskunft geben können. Und es war jetzt in diesem Rahmen, im Martini-Laden, im obersten Stock, total angenehm. Es war ein Kommen und Gehen. Es waren jetzt einige, muss ich sagen, nur Damen waren da, unter Anführungszeichen nur Damen. Es ist ein Herr gekommen, der Hilfe benötigt, aber Hilfe zu geben und Zeit zu schenken, waren jetzt heute einige Damen da, die jetzt in Zukunft sich das vorstellen können, die sich jetzt einfach informiert haben, was alles möglich ist, welche Betätigungsfelder es in dem Bereich gibt. Und ja, es freut mich, dass wir einige Freiwillige wieder gewinnen haben können und wir werden es sicher wieder, den zweiten Freiwilligentreff wird es sicher wieder geben. Ja, wenn man jetzt freiwillig arbeiten oder helfen möchte, was gibt es denn im Raum Landeck zum Beispiel für Einrichtungen, wo man das dann machen könnte? Ja, also im ganzen Bezirk Landeck gibt es natürlich ganz vielfältige Einsatzmöglichkeiten in den Bereichen Soziales natürlich, Migration ist auch ein großes Thema. Im Natur-Kulturbereich gibt es ebenfalls Einsatzmöglichkeiten, aber vor allem eben auch da im Martini-Laden, dann beim Roten Kreuz mit dem Tafeldienst, mit dem Rettungsdienst, mit dem Kleiderladen und vor allem eben auch in den Seniorenheimen, wo auch immer wieder Menschen gebraucht werden, die ein bisschen Zeit schenken und mit den älteren Bewohnern einfach Zeit verbringen wollen. Ja, und weil wir jetzt heute schon da sind, schauen wir uns direkt den Martini-Laden nochmal ein bisschen genauer an. Ja, wir sind jetzt eben in einer so einer Einrichtung der Freiwilligen oder besser gesagt in einem Verein, der Verein Martini-Laden. Was bietet es denn ihr an? Also wir bieten Einkaufsmöglichkeiten für Menschen mit geringem Einkommen und eine Begegnungsmöglichkeit. Einkaufen, das ist dreimal in der Woche, an drei Tagen in der Woche, nämlich am Dienstag von 9 bis um 12 Uhr, am Mittwoch von 14.30 Uhr bis um 18 Uhr und am Donnerstag Vormittag von 9 bis 12 und von 14 bis 17 Uhr. Und zur Möglichkeit zur Begegnung gibt es eigentlich immer während der Öffnungszeiten. Kriegen wir gerne die Kunden und trinken einen Kaffee und reden mit unserem Personal. Und einmal im Monat, wie man vielleicht schon weiß, gibt es den Martini-Treff. Das ist am zweiten Mittwoch im Monat um 15 Uhr, wo jeweils Referent da ist und dann zu dem jeweiligen aktuellen Thema ein Gespräch stattfinden kann. Darf bei euch im Martini-Laden jeder einkaufen? Nein, es gibt eine Einkommensgrenze. Und zwar, dass ich das auch richtig sage, schauen wir da nochmal. Für Einzelpersonen bis 900, bei Ehepaaren 1300 und für jedes Kind 110 Euro zusätzlich. Ja, wenn ihr jetzt unter diese Einkommensgrenze voll, wo brauche ich dann einen Ausweis, dass ich da einkaufen kann? Einfach daher kommen. Jede unserer Mitarbeiter gibt einen Antrag aus, den einfach ausfüllen und einen Einkommensnachweis mitbringen. Und dann wird das erledigt und man kriegt das eine Bezugskarte.